So, meine Freunde, Fabian Magic hier. Heute gibt es eine neue Folge 100 Euro, wer meinen kleinen Bruder zum Lachen bringt. Über ein Jahr ist es her. Viele haben sich jetzt gewünscht. Ich bin super gespannt. Marc-Louis, bist du aufgeregt heute, was die Leute sich einfallen lassen? Wahrscheinlich. Seht ihr, er ist schon sehr aufgeregt. Ich bin auch gespannt. Wenn euch das Video gefällt, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, wir legen direkt los. Let's go. Wie ist dein Name? Mein Name ist Sidat. Okay, ich bin super gespannt. Du hast schon gesagt, du schaffst es, meinen kleinen Bruder zum Lachen zu bringen. Wie gesagt, wenn du es schaffst. Ja. 100 Euro für dich. Ich würde sagen, du hast 30 Sekunden Zeit. Aber ich muss noch eins sagen, weil wenn ich rede und dann bekomme ich mal diese Adrenalin. Ich muss das hier so. Okay. Kannst du machen, okay? Also, du hast jetzt Zeit. 30 Sekunden auf die Plätze, fertig und los. Bruder, wie war dein Tag, du? Auf jeden Fall. Ich musste was erzählen. Ey, soll ich machen? Bruder, siehst du meinen strammen Bauch, meinen behaarten Bauch? Siehst du diesen Motherfucker Bauch? Siehst du diesen? Ey, das sind alles in YouTube. Die Zeit ist leider um. Tut mir leid. Okay. Aber trotzdem, ey, es war nicht schlecht. Also hinter der Kamera, das gehört, alle mussten lachen. War ein cooler Versuch. Also, danke fürs Zuschauen. Also, willst du noch jemanden grüßen? Ja, ich grüße meine Jungs. Mohamed, Maho Abi, Nurjan Abi, Craig, also Junior, der Bruder. Und folgt mal auf Insta. So, wir haben den nächsten Kandidaten. Wie ist der Name? Merzan Gölgesiz. Guten Tag. Auf jeden Fall, du hast heute die Chance, meinen kleinen Bruder zum Lachen zu bringen. Also wenn du schaffst, meinen kleinen Bruder zum Lachen zu bringen, gewinnst du 100 Euro in bar. Ja. Du hast 30 Sekunden Zeit und ich würde sagen, die Zeit beginnt jetzt. Also du hast noch 15 Sekunden. Okay, also die Zeit, die ist leider um. Leider nicht. Marc-Louis ist standhaft geblieben. Aber war ein guter Versuch. Also durch Angucken kann ja auch sein, dass der ein oder andere lacht. Ja. Danke, dass du mitgemacht hast. Okay, danke schön. Wo kommt der Fernseher raus? Wo? Auf YouTube. Bei YouTube? Genau, ja. Okay. Fabian Magic. Okay, ciao, ciao. War hart, oder? Sag mal. Was hat eine Gurke? Nein, ich stell dich doch erst vor. Wie heißt du? Ich bin der Leon. Okay, servus, ich bin der Fabian. Du musst heute nicht mich zum Lachen bringen, sondern meinen kleinen Bruder, okay? Wenn du es schaffst, meinen kleinen Bruder hier zum Lachen zu bringen, dann gewinnst du, wie du sehen kannst, 100 Euro. Du hast 30 Sekunden Zeit, du kannst Witze machen, du kannst rumtanzen, Grimassen, was du willst. Du darfst ihn aber nicht anfassen, das ist die einzige Regel. Hab ich mir gedacht, ja. Okay, dann würde ich sagen, das sind die Regeln, du hast 30 Sekunden Zeit. Ab jetzt! Ich habe eine Frage an dich. Was hat eine Gurke und ein Kaktus gemeinsam? Ein Kaktus ist eigentlich nur eine bewaffnete Gurke. Okay. Was kann höher springen als eine Laterne? Ja, jeder. Oder hast du schon mal eine Laterne springen sehen? Bruh. Noch 10 Sekunden. Und die Zeit ist leider um. Okay. Das Anstand hat auch nichts gebracht. war aber nicht schlecht. Also ich muss selber etwas schmunzeln hinter der Kamera. Also vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. War ein cooler Versuch. So, wir haben jetzt zwei Kandidatinnen. Sie wollen es zusammen versuchen. Wie heißt ihr denn? Anna und? Kayla, okay. Ihr beide habt euch was überlegt, um meinen Bruder zum Lachen zu bringen. Ich bin echt mal gespannt. Und deswegen würde ich sagen, ihr habt jetzt 30 Sekunden Zeit, meinen Bruder zum Lachen zu bringen. Auf die Plätze, fertig und los! Lila, weißt du was? Was ist braun und taucht? Scheiße. Nein! U-Boot! Okay, okay. Das war's. Schade. Okay, es ist knallhart. Egal, ich fand's gut, es war witzig. Ich habe mir auf jeden Fall was einfallen lassen. Trotzdem, danke, dass du mitgemacht hast. Ja, wünsche ich noch einen schönen Tag. Viel Glück, danke. So, wir haben jetzt den nächsten Kandidaten. Wie ist dein Name? Philipp.
Philipp, du hast auch die faire Chance, 100 Euro zu gewinnen. Alles, was du tun musst, ist, ich habe es schon gesagt, meinen kleinen Bruder in 30 Sekunden zum Lachen zu bringen. Okay. Ich würde sagen, du darfst jetzt alles machen, was du willst, außer ihn berühren. Auf die Plätze, fertig und los. Warum gibt es in Afrika keinen Müll- und Milchreis? Weil es nur für den kleinen Hunger gibt. Das war alles, mehr habe ich nicht. Achso, das war's. Das war schon. Ja, okay. Ja gut, hat leider nicht geklappt. Aber trotzdem, war gut. Danke, dass du mitgemacht hast. War ein bisschen, der war nicht schlecht, oder? Der war nicht schlecht, also ich habe mich kaputt gelacht. Da musst du dich kontrollieren, ich weiß. Schau ihn an. Ja. Dani, du hast jetzt die Chance, 100 Euro zu gewinnen, wenn du es schaffst, meinen kleinen Bruder zum Lachen zu bringen. Du hast 30 Sekunden Zeit, okay? Und die Zeit, die beginnt jetzt. Lass dich drücken, Süßer. Nein, ohne berühren, ohne berühren, ohne berühren, ohne berühren, ohne berühren. Scheiße, Mann. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Kannst machen, was du nein, willst. Nein, ich weiß nicht. Ich da, kitzeln geht nicht. Ich, nee, ja, aber du kannst reden, Witze erzählen. Ach so, du hast noch 15 Sekunden. Okay. Ich weiß nicht, ich kann den Witze echt schlecht. So, ein weiterer Kandidat. Wie ist dein Name? Mohammed Radwa. Okay, Mohammed, du hast die Chance, 100 Euro zu gewinnen. Du kennst das Spiel. Ja. Du hast gesagt, du hast was Gutes auf Lager, was Witziges. Du hast ja gesagt, es geht schon ein bisschen in die Zweideutigkeit. Also ich bin mal gespannt, okay, ob mein Bruder es schafft, da standhaft zu bleiben. Und deswegen würde ich sagen, du hast gleich 30 Sekunden Zeit. 30. Genau. Auf die Plätze, ihn nicht berühren. Fertig und los. Also, es gibt eine Frau, die ist zum Frauenarzt gegangen. Der Arzt ist Mann. Dann ist sie zu denen gegangen, da hat der gesagt, mich juckt es hier unten. Dann hat er gesagt, okay, dann hat sie Beine aufgemacht, dann ist er reingegangen. Dann hat er einen Anruf bekommen. Der so, ja, hallo, wie geht's? Ja, bist du schon in der Bahn? Ah ja, dann musst du nach links und dann nach rechts und dann nach oben. Da gibt's ja einen Kreisverkehr. Ja, dann nach unten. Dann musst du einfach rausgehen. Ja, nicht zum Lachen gebracht. Also der Witz, der ging schon mal 40 Sekunden. Das ging ein bisschen lange. So, meine Freunde, heute hat es leider keiner geschafft, meinen Bruder zum Lachen zu bringen. Ja, es ist ja auch wirklich eine Herausforderung. Also Mario zum Lachen zu bringen, das ist ja einfach. Der lacht sich ja hinter der Kamera immer kaputt. Das stimmt, aber ja. Aber Luis ist echt eine harte Nuss, deswegen hat es leider keiner geschafft, die 100 Euro zu gewinnen. Ja, Luis, wie kann man dich zum Lachen bringen? Digga, das wissen wir doch eigentlich schon, oder? Ja, er sagt immer durch Animes, das ist auch die einzige, also nur wenn er so Animes schaut, wo ab und zu mal lacht zumindest. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gut unterhalten, es waren ja ein paar witzige Leute dabei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Lachen mit meinem kleinen Bruder Marc-Louis Hautner. Ciao, ciao.